Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Path of Exile. Ja, grau war alle Theorie und der Worte sind genug gewechselt. Lasst uns endlich Monster schnetzeln. Heute hat also die Onslaught Liga gestartet und da werde ich mir jetzt erstmal einen Charakter erstellen und werde euch dann im Näheren einiges zu dem Spiel erzählen. Und erstmal den Duelisten raus. He had it coming. Was I supposed to bear such insults with inaction simply because of his high birth? That lord sang a different tune with 6 inches of steel in his guts. In der Onslaught Liga spielen. Now they call me a criminal for defending my honor. Also I'd do the same again to anyone who crossed me. I care naught for riches, little for friendship. The duel is all I need. I may be in exile. Also, so beginnt das Spiel. Wir sind am Strand und wie jedes gute Spiel fängt es damit an, dass wir erstmal einen Sterbenden ansprechen müssen. They're all that made it. They dumped 2 dozen of us exiles off that ship. Guess that makes us the lucky ones. Luckier than this poor bastard beside me, at any rate. Splinter sticking out of me? Missed all the important bits. I saw smoke at those ruins up the beach. Go get some help. And on my chest. So. Ich habe mich entschlossen, ich werde jetzt einfach am Anfang mal die Even the Sprache, dead rise to challenge me here. Die Sachen, die wir hier erzählt bekommen, die werde ich einfach mal unkommentiert laufen lassen. Ja, also wir sind erstmal am Strand von Wareclast. Sind also mit einem Schiff angelandet, mehr oder weniger. Wir sind Schiffsbrüchige. Und befinden uns jetzt im Exil. Wir sind aus unserer Heimat verbannt worden und müssen jetzt irgendwie auf unserer Insel hier überleben. Ja, am Anfang in klassischer Manier Gegner totklicken und ich fange jetzt erstmal damit an, euch zu erklären, welche Charakterklassen es überhaupt gibt. Das habe ich beim Einführungsvideo ja ausgelassen. Da habe ich mir extra einiges übrig behalten, damit ich jetzt die ganzen Stunden, die ich hier spielen werde, auch was zu erzählen habe. An informativen. Ja, also es gibt insgesamt, mal kurz rechnen, 6 verschiedene Charakterklassen. Den Marauder, den klassischen Nahkämpfer. Dann gibt's die Hexe, die klassische Zaubererin. Und es gibt eine Rangerin, der klassische Fernkämpfer Bogenschütze. Zusätzlich gibt es auch noch jeweils eine Mischklasse, die diese 3 Aspekte irgendwie verbindet. Achso, zu den 3 Aspekten gehört halt immer jeweils ein Hauptattribut, nämlich Intelligenz zum Zaubern, Geschicklichkeit für die Bogenschützen oder Fernkämpfer und Stärke für den Nahkampf. Und dazwischen ist jeweils immer eine Mischklasse angesiedelt. Also eine Klasse, die beides im Grunde gleich gut kann. Nämlich den, also zwischen Stärke und Intelligenz haben wir dann den Templer. Das ist so eine, also ein Halbzauberer, Halbnahkämpfer. Den Shadow. Der Shadow liegt zwischen Intelligenz und Geschicklichkeit und ist dann halt so ein, ja, ist etwas schwierig zum Reißen, die Klasse. Also so ein magisch unterstützend und auf Geschicklichkeit setzend, wie man das so vermuten könnte bei der Ausrichtung. Und die Charakterklasse, die wir jetzt spielen, den Duelisten. Der liegt zwischen Stärke und Geschicklichkeit und ist halt ein geschickter Nahkämpfer. Die Klassen selber haben in dem Spiel aber gar nicht so wahnsinnig großen Einfluss auf unsere Fähigkeiten und das, was wir so im Spiel leisten können. Weil alle Charaktere den exakt selben Skillbaum zur Verfügung haben. Der einzige Unterschied ist, dass sie in verschiedenen an verschiedenen Stellen des Baums anfangen. Das werde ich euch gleich nochmal zeigen, wenn ich mein erstes Level up habe, was nicht mehr so lange dauern wird. Dann gucken wir uns nochmal den Baum in aller Ruhe an. Und dann zeige ich euch mal, wo die jeweils so anfangen. Und wo letztendlich noch die Unterschiede dann demnach sind. Hat aber auch den netten Nebeneffekt, dass man bei dem Spiel wirklich sehr frei ist. Also wenn man möchte, kann man da auch
einen Marauder spielen, also eigentlich vom, von der Veranlagung her Nahkämpfer und den komplett in Richtung Zauberer ausbilden. Kein Problem, der einzige Nachteil ist halt, wir müssen am Anfang ein bisschen weiter, weitere Wege im Baum zurücklegen. So, da ist mein Level up. Und dann gucken wir mal. Also den Baum habe ich euch ja schon mal gezeigt. Den Riesenskill-Wald. Und hier ist unsere Startposition. Hier fängt der Duelist an. Hier wird der Nahkämpfer anfangen, der Marauder. Der Templar. Die Hexe. Der Shadow. Und der Ranger. Und man sieht also, im Grunde, man kann sich auch jetzt auf dem Weg hierhin begeben und die ganzen Sachen aufgreifen, die der normale Marauder am Anfang hat. Ich habe mich für den Duelisten entschieden, weil gerade diese Fähigkeiten in dem Duelisten-Startbereich, der erste Mitspieler hat schon Level 49 erreicht. Ja, die Liga ist schon ein paar Stündchen dran, aber ich habe mich dann doch erstmal fürs Schlafen entschieden. Und mit den Jungs kann ich sowieso nicht mithalten, deswegen habe ich jetzt gar nicht im Hinterkopf jetzt vorne in der Liga mitspielen zu können. Ich will einfach überhaupt mein eigenes Erlebnis hier haben und erstmal in dieser Onslaught-Liga, die ja auch Hardcore ist, einfach mal überleben und gucken, ob ich überhaupt mal so weit komme. So, ich fange an, meinen ersten Skillpunkt zu vergeben. Ich habe euch ja schon gesagt, oder gezeigt im vorherigen Video, wie meine Planung aussieht, und jetzt habe ich meinen ersten Punkt verteilt, bestätige das noch und dann kann es weitergehen. Ich habe am Anfang habe ich direkt eine Fähigkeit bekommen, die habe ich noch gar nicht gesagt, was das ist. Das ist Cleave. Cleave ist auch eine sehr, sehr schöne Fähigkeit. Da kann man also gerade so im Anfang und Mittelspiel ziemlich starke Charaktere draus bauen. Ich werde die aber im Grunde nicht benutzen. Ich zeige die euch aber gleich mal an den Gegner. Cleave hat die Eigenschaft erstmal, dass man... Zeige ich die mal direkt. Das ist also Cleave. Und dieser Angriff schädigt halt alle Gegner hier so in diesem Bereich vor mir. Und der Vorteil von Cleave, dass ich Cleave mit zwei Waffen benutzen kann. Also ich könnte jetzt statt... Ich habe gerade keine zweite Waffe. Ich könnte jetzt auch statt Einhänder und Schild zwei Einhänder benutzen. Und dann Cleave ist, soweit ich das weiß, die einzige Fähigkeit, wo beide Schaden, also wenn man mit zwei Händen angreift, dann, dass beide Schadenswerte addiert werden. Normalerweise werden die Schaden von den Waffen einzeln abgerechnet. In dem Fall würden die addiert werden. Und wenn man dann auf Elementarschaden setzt und den entsprechend noch mit dem Passivbaum erhöht, dann kann man da schon ziemlich enorme Werte bekommen. Und da gibt es eigentlich am Anfang wenig, was da so Schadens Output-mäßig mitkommt. Weiter hier. Also die Charakterwahl beeinflusst im Grunde das eigentliche Spielerlebnis gar nicht so sehr. Man kann sich im Grunde den Charakter eigentlich auch nach Optik aussuchen. Natürlich gibt es für manche Charakter-Builds, die man machen kann, ist natürlich ein gewisser Charakter am vorteilhaftesten, weil man dann direkt bei guten Feldern anfangen kann. Aber grundsätzlich ist man da frei. Ein anderer... Ach, ich zeige Cleave nochmal. Das wäre jetzt mal Cleave in Aktion. Gegen Einzelgegner ist es natürlich vollkommen egal, was ich da benutze. Da ist Cleave eher nachteilig. Die Charaktere unterscheiden sich zudem auch noch in den Fähigkeiten, Fähigkeitsedelsteinen. Jetzt kommt der erste dicke Gegner, Illok. Der geht jetzt noch eigentlich relativ gut zu besiegen. Einfach totklicken. Immer schön generell bei dem Spiel drauf achten, die Heiltränke nicht zu spät auslösen. Die brauchen immer eine Zeit, bis die wirken. Und die wirken auch über die Zeit und nicht sofort. Und deswegen da nicht geizig sein, lieber mal zu früh als zu spät klicken. Lebenspunkte, Flasche bekommen, das ist schon mal ganz gut. Und damit sind wir auch erstmal in Lion's Eye Watch. Die erste Stadt, die es zu bereisen gilt. Genau, jetzt werden wir nämlich gleich sehen. Ich gehe mal direkt dahin. Fine work with Hillock. Where'd you learn to fight like that? No, don't tell me. We exiles have no history. Dominus took it from us the moment his blackguards dumped us in the water out there. Just live or die now. Here, have one of these. And no need to thank me. I'm thinking of myself and the others here.
The longer we fighters live, the longer everyone lives. So, wir bekommen also als Belohnung für einige der Quests bekommen wir Edelsteine, die wir uns dann aussuchen können. Und wie ich ja angekündigt habe, für mich ganz wichtig ist der Double Strike. Den werde ich jetzt auf jeden Fall die ganze Zeit über immer erstmal benutzen. Und je nachdem, mit welchem Charakter wir anfangen, kriegen wir halt andere Edelsteine, die wir hier am Anfang auswählen können. Aber grundsätzlich gibt es natürlich verschiedene Wege. Diese Edelsteine fallen auch im Spiel. Und man kann die auch in die Truhe packen. Ach, ist das schön. Ja, neue Liga, da hat man eine komplett leere Truhe zur Verfügung. Sehr schön, sehr schön. Ich kann jetzt mit dieser Truhe halt auch anderen Charakteren von meinem Account, die in derselben Liga spielen, Gegenstände zukommen lassen. Also diese Truhe gilt für alle meine Charaktere gleichzeitig. Da hat nicht jeder seine eigene, sondern wenn ich da jetzt die Plate Quest reinpacken würde, dann könnte ich auch mit einem anderen Charakter, den ich jetzt neu erstelle, mir diese Plate Quest besorgen. Auf diesem Weg werde ich mir auf jeden Fall im späteren Verlauf irgendwann noch Edelsteine besorgen, die ich mit meinem Charakter nicht bekommen kann. Es sei denn, ich finde sie zufälligerweise im Spiel selber, aber da gehe ich erstmal nicht von aus. Dass ich nochmal einen Marauder anfange, das werde ich euch dann nicht zeigen, sondern den spiele ich dann einfach so nebenher, weil da geht es dann nur darum, die Edelsteine zu bekommen. Und die werde ich dann in der Kiste für mich hinterlegen und die dann mit dem Charakter aufsammeln. Now there's a face I never expected to see exiled. Maidens of Orioth must lie wailing in their beds now that the mighty duelist has left them. Or is that why you're here? Did you disappoint your adoring fans somehow? I'm Nessa. And I suppose I should thank you for ridding us of Hillock, that putrid giant you felled out there. Back in Orioth, I disdained your kind. In Rayclast, I don't have that luxury. Lanai's watch isn't much, but it's ours. We could use you here, while you live. But should you wish to venture out, do just one thing for me. Out on the coast, amongst the wrecks, there must be a ship's medicine chest. I have many to care for, and there's only so much I can do with herbs and seawater. Also, das ist Nessa. A dashing duelist, drenched and deserted on the dreary strand. That's the first line of the poem I'm writing about you, exile. Easy, lad. You could lacerate a bloke with a look like that. The name's Bestel, captain of the good ship Merry Gull. Alas, my Merry Gull is gone. My crew is gone. But my wits remain, after a fashion. There's an island, a hop, skip and a wade offshore of the terraces. That's where my Merry Gull ran aground. Watched the locals spit roast the ship's doctor, but his medicine chest might still be there, amongst the splinters and bones. It'd have everything Nessa might need. Dr. Shaky Hands Opton was lousy with a scalpel and even worse with a saw, but he knew his apothecary. Explains the shaky hands, if you ask me. So. Habe ich jetzt alle hier in der Stadt mal angesprochen. Ich müsste eigentlich jetzt auch, falsche Taste, genau, meine neue, einen neuen Auftrag bekommen haben. Mercy Mission. Ich muss jetzt also hier hin, in dieses Feld und da dann die Medizinkiste abholen, die da in einem Schiff, First Enter Church Dungeon Level 2 Cruel. Okay. Ich muss also hier hingehen, da ist ein Schiff auf Grund gelaufen und da liegt noch eine Medizinkiste. Die soll ich hier abgeben. Die Quest werde ich jetzt erstmal nicht machen, da werde ich ein bisschen für hochleveln und ich werde erstmal ein bisschen im Spiel voranschreiten und die Quest nachholen. Die ist nämlich gar nicht so einfach. Also grundsätzlich die Jungs hier und das Mädel und generell alle, die wir treffen, sind halt selber auch auf dieser Insel angelandet worden. Und wir versuchen jetzt halt so aus den Trümmern, was immer da vorher war, ist also irgendwie so eine verlassene Insel, wo früher mal Hochkulturen angesiedelt waren, aber mittlerweile ist da alles verfallen und im Grunde versucht hier jeder ums Überleben zu kämpfen. Also insgesamt alles ziemlich düster gehalten. So, die Terraces. Not the most pleasant of arenas. You'll have to do. For now. Hier werde ich jetzt einfach versuchen, mich schnell durchzuarbeiten.
Ach genau. Ein Double Strike optimieren. So, nehmen wir den mal. Der Double Strike, der funktioniert halt so, dass ich, wenn ich einmal angreife, der zwei schnelle Schläge ausführt. Mal gucken, damit mache ich also 11,8 DPS Damage per Second, mit dem normalen Angriff nur 8,8. Liegt halt vor allen Dingen daran, dass wir jetzt schneller zuschlagen. Und am Anfang spielt sich das Spiel noch relativ zäh. Aber das wird sich relativ schnell mit dem Charakter hier ändern, hoffe ich. Spätestens wenn ich meinen ersten guten Zweihänder gefunden habe und die Attacke Sweep bekomme, mit der ich auch den Anfang des Spiels erstmal bestreiten werde dann. Das ist nämlich dann so ein Rundumschlag, der die Monster um mich rum angreift. Und da kann man schon eine ganze Menge mit anfangen. Und ich habe festgestellt, gerade diese Kombination Sweep und Duelist ist für den Start, wenn man noch nichts sonst hat, eine sehr, sehr effektive Variante, um erstmal loszulegen. Grundsätzlich kann ich zu dem Spiel auch noch sagen, dass man immer so ein bisschen aufpassen, also immer so ein bisschen die Sicherheit im Hinterkopf haben sollte. Nicht nur jetzt hier in der Hardcore-Liga, sondern generell. Einfach blind in Gegnerhorden rennen, in der Mitte stehen bleiben und versuchen alles zu töten, ist nicht die richtige Taktik. Lieber so ein bisschen sich den Rücken frei halten. Eben weil die Gegner halt dann doch ziemlich gut austeilen können. Also man stirbt in dem Spiel doch schneller, als man das so, als einem selber das lieb sein kann. Wenn ich das richtig sehe, ja, ist unser nächstes Level Up auch jetzt nicht mehr ganz weit. Und das Schöne am Duelisten ist halt gerade, dass die ersten Punkte, die wir vergeben können, schon ziemlich mit die stärksten so sind, die Nahkämpfer haben kann. Ich verlaufe mich hier nicht. Ich wollte mal hier oben lang. In meinem Glück war das der falsche Weg. Wir werden sehen. Sehen also so die Elementarattacken da, dieser Feuersturm, der ist schon nicht ohne. Ich brenne auch, das heißt, ich nehme gerade über die Zeit Schaden. Das ist schon wieder der. It seems this new arena suits me. So, Fire Fury nicht mal hier Manieren beibringen können, dass man Neuankömmlinge nicht mit Flammenregen überschüttet. Jawohl. I believe in traveling light. Jetzt hat auch mein Edelstein ein Level abbekommen. Ist schon alles ganz gut. Und bisher sind wir noch gut dabei. Ich gucke jetzt gerade mal hier, was ich alles so aufgesammelt habe mittlerweile. Die weißen Plate Wests, die brauche ich nicht. Iron Graves. Aber auch nur einmal. Hier mal was Magisches. Haben wir hier. Plus 10 Geschicklichkeit, plus 6 Rüstungsklasse. Da wir eh noch keine Handschuhe haben, nehmen wir die auf jeden Fall. Die einen Brace brauchen wir auch nicht. Zauberstab brauchen wir nicht. Knüppel brauchen wir auch nicht. Zweihändiges Schwert. Das wäre schon interessanter. Bis jetzt ist noch kein brauchbare Zweihandwaffe. Da gibt es bessere. Dann behalte ich erstmal meinen Einhänder. Aber ich glaube, jetzt haben wir hier 4 bis 8, 3 bis 11. Ich wechsle auf jeden Fall mal gerade auf den Dolch hier. Ich glaube, der ist doch deutlich besser am Anfang. Maximum Mana, Feuerresistenzen, Energy Shield 11, Armor 14. Ich ball das Ding erstmal. So, hier habe ich jetzt mehr. Wenn man hier Stone Eggs. Fire Damage, Increase Critical Strike Chance. Ich habe auch noch einen zweiten Waffenslot, den kann ich aktivieren. Da packe ich meinen Zweihänder jetzt rein. Dann gucke ich mal, ob der schon mal effektiv ist. Das haben wir hier. Evasion Rating. Ja, Rating. So. Haben wir uns erstmal ein bisschen neu ausgerüstet. Und das ist halt eine Sache, die bei dem Spiel wirklich also Laune macht, gerade am Anfang. Da kann man also noch. Ja, teilen wir schon was anderes jetzt erstmal mit aus. Da kann man am Anfang doch einmal einiges, wo man sich immer wieder verbessern kann.
Der Nachteil ist jetzt von dem Zweihänder, den ich hier gerade benutze, dass der doch auch sehr langsam ist. Ich guck mal, ob ich auch mit dem Dolch hier klarkomme. Ja, zwei Schläge. Kann ich jetzt den Double Strike nehmen? Gucken wir mal. Nehmen. Schade. Wenn ich mit einem Double Strike die Gegner hier besiegen könnte, das finde ich schon ganz gut. Nehmen wir doch mal erstmal den Zweihänder. Das war ein bisschen trantütig beim Zuschlagen, aber dafür macht der wenigstens ordentlich Rums. So, ich muss auch immer noch mein Level up, meinen Punkt verteilen. Mehr Schaden, jawohl. ein ganz wichtiger Rat, den ich euch geben kann. Wenn ihr das Spiel selber anfangt, macht euch auf jeden Fall vorher ein paar Gedanken über eure Skillpunkte. In dem Spiel kann man, also den ersten Charakter, den er spielt, der wird sowieso wahrscheinlich verskillt werden. Das ist einfach so, da kommt man nicht drum rum. Das gehört zur Lernkurve dazu. Aber ihr solltet auf jeden Fall vorher mal euch so ein bisschen mit dem Baum auseinandersetzen und euch vorher überlegen, wo ihr denn so glaubt hinzuwollen. Ansonsten wird das echt sehr unübersichtlich und die Gefahr, sich da zu verskillen und so, das ist dann doch so ein bisschen. Also die ist sowieso schon groß, aber dann ist das quasi sicher, dass ihr euch verskillen werdet. So, wir haben das nächste Gebiet betreten, The Mud Flats. Und ich bin hier hingekommen, um den Wegpunkt auf jeden Fall schon mal mitzunehmen. Jetzt gehe ich mal kurz zur Nessa und schau mal, ob die ein paar schöne Ringe für mich hat. Ich habe noch keine Orbs of Alteration. Ich habe nicht mehr drei Scroller Wisdoms. Diese Coral Rings, die sollte man am Anfang auf jeden Fall kaufen. Die geben also bis zu 30 Lebenspunkte, die jetzt hier beide 23. Und wenn wir mal sehen, wir haben am Anfang erstmal nur 85 davon. Und wenn wir dann jetzt hier 2x 30 hätten, wären das schon 60 zum Beispiel. Dann würden wir unsere Lebenspunkte schon fast verdoppeln, nur dadurch, dass wir überhaupt erstmal zwei ganz schnöde Ringe hier anlegen. Nicht schlecht. Die Rustic Sashes, also diese Gürtel hier, die sind auch schwer aufgewertet worden jetzt nach dem letzten Update. Vorher haben die, glaube ich, 2 bis 5 Increased Physical Damage gehabt. Und jetzt gehen die, glaube ich, weiß nicht, bis 25. Doch, ich glaube, bis 25% erhöhten Schaden können die liefern. Und das ist natürlich schon eine ganze Menge. Das waren im Grunde sonst Gürtel, die waren komplett nutzlos, die brauchte kein Mensch. Ja, schade, kann ich leider gerade nicht viel machen. Ich wollte eigentlich unbedingt diese Ringe haben. Jetzt war ich ja auch blöd und hab die ganzen Gegenstände einfach rausgeschmissen aus dem Inventar. Die hätte ich natürlich besser verkaufen können jetzt. Dann zeige ich euch direkt nochmal noch ein anderes schönes Gimmick von dem Spiel. Wenn ihr jetzt euren Charakter hochleveln wollt oder Gegenstände suchen wollt und ihr habt irgendwie ein Gebiet, wo ihr sagt, jo, das möchte ich jetzt abfarmen, dann braucht ihr jetzt nicht irgendwie nur das Spiel aufmachen oder so, sondern bevor ihr auf den Übergang zur neuen Instanz, also das sind jeweils immer einzelne Instanzen, die auch nur wir betreten können, obwohl das ansonsten in der Stadt so ein Multiplayer-Game ist, also alle Charaktere sind in derselben Stadt dann. Aber das eigentliche Spiel ist dann instanziert und ihr habt das Ganze für euch alleine. Und wenn ihr vorher, bevor ihr auf hier den Übergang klickt, String drückt, dann geht ein Fenster auf, in dem ihr sagen könnt, ob ihr die offene Instanz betreten wollt oder lieber eine neue aufmachen. Das mache ich jetzt mal. Und dann sind die Gegner alle wieder da und die Karte ist auch dann neu. Habe ich auch noch nicht erwähnt, das ist nämlich auch sehr schön gemacht. Das ist wirklich wie beim alten Diablo 2, dass wirklich die Level immer wieder zufällig neu aufgebaut werden. Dass ihr also bei mehrmaligen Spielen immer eine neue Karte vorgesetzt bekommt. Natürlich auch in gewissen Grenzen, so gewisse Charakteristiken der Karten bleiben natürlich gleich. Also zum Beispiel ist hier der Übergang zum Level, wo wir die Medizintruhe finden können. Der ist immer direkt am Ausgang zu den Mudflats, also das ist immer so. Aber der restliche Aufbau, der unterscheidet sich dann doch jedes Mal. Und ich finde das immer sehr schön, das macht dann doch das Ganze ein bisschen unterhaltsamer, wenn man nicht immer wieder dieselbe Karte hat, sondern auch was Neues dann an Herausforderungen mal bekommt. Zumal es ist halt ein Hack and Slay und es lebt auch viel davon, dass wir natürlich auch grinden sollen.
Ich mache das jetzt nur mal kurz, um noch ein paar Gegenstände zu sammeln. Dann bin ich mindestens ein, also ich brauche auf jeden Fall drei Identifikationsrollen. Scrolls of Wisdom. Damit ich mir diese zwei, also mindestens ein, besser zwei Ringe kaufen kann. Weil bevor ich jetzt gleich die Medizintruhe holen gehe, möchte ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Lebenspunkte haben. Weil der Gegner, der da auf mich wartet, der ist dann schon ein bisschen unangenehm. Da bin ich schon mehr als einmal am Anfang dran gestorben. Und da wir ja Hardcore spielen, wäre das in diesem Fall nicht wünschenswert. Außerdem kann ich bei der Gelegenheit mir vorher noch ein Level-Up besorgen. Das ist natürlich mein Wunsch, dass ich hier möglichst viele von denen einfach so finde noch. Ich hätte vielleicht vorhin statt einfach alles zu identifizieren. Also immer schön dran denken, rechtzeitig Heiltränke reindrücken. Statt vorhin alles zu identifizieren, was ich gefunden habe, hätte ich vielleicht doch lieber die Rollen dafür benutzen sollen, die Ringe zu kaufen. Da habe ich nicht dran gedacht. Oh Mann. Ja, Inventar ist fast voll. Dann gehe ich jetzt mal gucken. Könnte also auch so eine zugegebenerweise nicht besonders schöne Overlap-Karte machen hier. Die nehme ich aber in der Regel dann zum Spielen raus. Da oben haben wir ja so eine Minimap. Aber wenn man irgendwie was sucht, dann ist das schon ganz praktisch. So, und geht's wieder zurück in die Stadt. Und dann wollen wir mal sehen, ob wir ein paar Ringe bekommen. Erstmal verkaufen wir was. Ich kann jetzt also alle Gegenstände verkaufen hier. Und auch da klotzt das Spiel. Es gibt also sehr, sehr viele Rezepte, die ich hier, also Kombinationsmöglichkeiten von Dingen, die ich verkaufen kann und dann nicht nur irgendwie Standardsachen bekomme, sondern halt irgendwas Besonderes dabei passiert. Und auch eine Sache, die im ersten Moment etwas komisch anmutet, die ich so auch noch nicht gesehen habe. In dem Spiel gibt es kein Gold, habe ich noch gar nicht erwähnt. Ist euch vielleicht aufgefallen, dass da nirgendwo bisher Gold im Spiel gefallen ist. Und auch wenn ich jetzt verkaufe, kriege ich kein Gold. Sondern ihr bekommt als, also die Währung, mit denen ich auch Gegenstände kaufe und so, sind halt unsere ganzen Orbs und Schriftrollen und den ganzen Kram. Und das ist wirklich eine brillante Lösung, weil Gold ja eigentlich in 90% der Spiele eh völlig überflüssig ist. Und hier hat man also keine tote Währung, sondern alles, was mit dem man bezahlt, das hat auch wirklich einen Sinn im Spiel. Und das ist halt doch für die Ökonomie des Spiels sehr, sehr gut. Und Path of Exile hat eigentlich wirklich eine sehr dynamische, aber auch irgendwie stabile, ein stabiles Währungssystem. Es gibt halt natürlich immer so Modetrends, wo bestimmte Gegenstände besonders wertvoll werden. Aber grundsätzlich gibt es also bisher zumindest keine erkennbare, schlimme Inflation, wie jetzt bei Diablo, wo dann auf einmal Gold überhaupt nichts mehr wert ist und man weiß ich, wie viele Millionen Goldstücke für irgendwelche halbwegs brauchbaren Gegenstände braucht. So, für Gegenstände, die, sag ich mal, an sich gar nichts bringen, kriege ich nur solche Schriftrollenfragmente. Wenn ich 5 davon habe, kriege ich dann so eine Scroll of Wisdom zusammen. 4 und 5, dann haben wir hier eine Scroll of Wisdom. Für magische Sachen kriege ich dann dafür, je nachdem wie gut die sind, hier zum Beispiel Alteration Shards. Die werden dann ein Orb of Alteration nachher. Also es gibt für einige Orbs halt so Splitter, die man erstmal zusammenbauen muss, um dann vollen zu bekommen. Man kann die natürlich auch komplett finden. Lass ich mal... Okay. Achso, hier gibt es ja neuerdings auch Achievements. Stimmt. Das ist natürlich... Hallo. So viel Neues zu entdecken. Wie schön. Wir sehen mal, also wir haben jetzt also hier entsprechend... die Händlerrezepte gefunden und abgehandelt und bekommen dafür Anerkennung. So, dann gucken wir mal. Gucken wir erstmal hier ein. Rüsten den aus. Ja, das tut unseren Lebenspunkten schon mal ganz gut. Ja, hier gönne ich mir jetzt das 5. Ziehe ich die mal an. Verkaufe mal eben schnell die andere Rüstung. Und dann kann es weitergehen. So, dann versuche ich mich jetzt mal an der Medizintruhen-Quest.
Hätte eigentlich clevererweise jetzt einen neuen Stunt aufmachen können. Ein paar Gegner. Ich glaube, ein oder zwei brauche ich noch für das nächste Level. Da kommen jetzt eh noch genug Gegner. Tidal Island. Dann schauen wir mal. Level up. Ja, bis jetzt merke ich auch noch nicht so wirklich was davon, dass die Gegner schneller sind und mit, schneller zuschlagen. Das ist im Moment noch sehr angenehm. Ich hätte eigentlich erwartet, dass man das doch schneller merkt. Und vor allen Dingen, dass man das Negative an der eigenen Lebensenergie merkt. Und die nächsten Skillpunkt verteilen. Lebensregeneration unbedingt. Ich werde jetzt erstmal hier auf jeden Fall bis Master of the Arena mich weiter skillen. Danach werde ich mir hier noch den Attack Speed Bonus holen. Erstmal so für die nähere Zukunft. Weiter geht's. Schade, jetzt wäre Cleave sehr praktisch, wenn die so schön geballt von vorne kommen, dann macht der Sinn der Spruch. Wenn die Gegner blau unterlegt sind, dann sind das halt besonders starke Varianten davon. Die haben dann, steht auch immer drunter, was die dann jeweils Besonderes haben. Dann irgendwie so Sachen wie mehr Lebenspunkte, mehr Schaden, solche Geschichten. Es gibt auch noch gelbe Gegner, also gelb unterlegte Gegner. Das sind dann, besonders starke Varianten. Die haben dann gern auch eine Aura dabei, dass alle anderen, die um die rum sind, stärker werden. Lebensregeneration für alle. Auch, ja. Scheiße. Komm. Weg. Wow. Ja, das ist der besagte erste knifflige Gegner, den ich meinte. Jetzt haben wir hier ein bisschen Kiting. Ich jetzt erstmal die anderen Dinger hier drum, die kleinen Gegner drumherum zu besiegen, bevor ich mich dann an Hellrake selber setze. Ja, ihr habt gesehen, wie schnell das gehen kann. Da ist man an einer Stelle ein bisschen unvorsichtig und wird eingefroren, kann nichts mehr machen und schon ist man fast kaputt. Hellrake, komm, stirb. Hab da mal einen Desync gesehen. Kann passieren. I believe in traveling light. Kann ich nicht mitnehmen. So. Dann kürze ich mal ein bisschen ab und nehme ein Town Portal in die Stadt. Und dann hören wir uns mal an, was wir jetzt bekommen. A medicine chest. This means more to us than you can know. There are some who wouldn't have lasted the night without it. Take this. In return for the knowledge that one can do more than suffer and rayclast. You and Tarkley. You give us something better than serums and salve. You give us hope. So, jetzt kann ich mir hier so eine Flasche aussuchen. Entweder eine mittlere Lebensflasche. Wo ihr es jetzt hier seht, unidentified, die Flaschen, das sind jetzt hier normale, die können auch magische Fähigkeiten haben. Also hier kann man selbst die Flaschen irgendwie noch aufwerten. Allerdings nur zu magisch, nicht zu selten oder gar zu unique. Aber immerhin, selbst das geht. Medium Mana Flask, würde ich halt eine Mana Flasche kriegen. Ich will aber unbedingt die Superior Quicksilver Flask haben. Rüste ich auch aus. Die Quicksilver Flask, die sorgt dafür, dass ich schneller laufen kann. Und das ist eine Sache, diese Flasche, die ist doch sehr praktisch. Bringt einen so, you managed to salvage Shaky Ann's druggery. Nicely done. Nessa will put it to good use. More than that benumbed quack Optin ever did. Here, have one of these.
Das ist unsere nächste Fähigkeit. Hier ist Sweep. Die wollte ich ja unbedingt haben. Ich muss aber gerade überlegen, ob ich den Heavy Strike, den ich ja eigentlich... Das ist ja mein geplanter Hauptangriffsskill, der Heavy Strike. Den kriege ich aber auch nochmal an einer anderen Stelle. Ich nehme jetzt erstmal den Sweep, den ich mich gerade sehe, überhaupt nicht benutzen kann im Moment, weil ich keinen passenden Sockel irgendwo habe. Im Moment keine roten Sockel hier in meiner Ausrüstung frei. Sondern in dem Fall habe ich noch nicht mal überhaupt irgendeinen. Das heißt, im Moment kann ich den nicht ausrüsten, macht aber noch nichts. Das wird sich sicherlich sehr bald ändern. Wenn ich vorhin zum Beispiel schon diese Quicksilver Flask gehabt hätte, hätte ich die ich damit natürlich viel besser und schneller aus dieser Situation entkommen können, als ich dann doch mal relativ kurz davor stand, meine Lebenspunkte alle zu verlieren. Und auch zum Leveln ist man damit deutlich schneller. Und wenn man jetzt, ich meine, jetzt haben wir ja hier 4 Monate Zeit, unseren Charakter hochzuspielen. Das ist im Grunde mehr Zeit, als ich da überhaupt investieren werde. Aber es gibt da auch sehr, sehr spannende Kurzevents. So ein Stundesrennen, wo man dann wirklich nur eine Stunde Zeit hat und der höchstgelevelte bekommt dann einen tollen Preis. Sehr spannende Sachen. Werde ich bestimmt auch mal ein Video drüber machen. Habe ich bisher aber selber auch noch gar nicht gespielt, sondern mir auch nur angeguckt. Ist, wenn das Umfeld gut ist, also genug Leute mitspielen und auch genug gute Leute mitspielen, dann scheint das sehr, sehr spannende Zweikämpfe und Dreikämpfe um den Turniersieg zu geben. Und da ist natürlich schnell laufen können eigentlich schon eine der entscheidenden Schlüsselfähigkeiten. Also diese, wenn man irgendwie 2 Quicksilver Flasks bekommt und weiß, was man da tut, dann ist das im Grunde schon Voraussetzung, um überhaupt ganz oben mitspielen zu können. Einfach weil man ansonsten gar nicht schnell genug leveln kann. Kann uns aber egal sein, wir benutzen die vor allen Dingen, um aus brenzlichen Situationen zu flüchten oder wenn wir mal wirklich einen Weg nochmal 2-mal laufen müssen, dass wir ein bisschen Zeit sparen können. So, dann gucken wir mal. Also, Quest ist abgeschlossen. Dann wird's jetzt in den Mud Flats weitergehen. Den Wegpunkt habe ich mir ja schon mal besorgt. Ich werde aber an dieser Stelle erstmal das Video pausieren und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin!